Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mal Kirby's Adventures auf dem alten NES spielen. Und zwar auf 100%. Und anfangen tun wir in Welt 1, in Lololos Wäldchen. Kirby, der kleine pink-lila-pinke Knuffel. Kann verschiedene Sachen schnell rennen, springen und fliegen. Das ist, glaube ich, die beste Eigenschaft momentan. Nein, die beste ist natürlich, dass er andere Gegner einschlucken kann und somit die Eigenschaft von denen er erreichen kann. Man sieht links unten praktisch, welchen Zustand er hat. Also das sieht man, dass der steht normal. Das heißt, er ist halt der ganz normale Kirby. Ach, wie süß. Vielleicht auch die Leben. Das Blinken, das sind die Anzahl, wie oft man getroffen werden kann oder so. Das ist schon die erste Eigenschaft, die man bekommen kann, dieses Beamschwert. Es gibt auch nichts sagen die Gegner, die sind einfach nur so irgendwie da. Und können dir entweder Leben absaugen, mit Select kann man jetzt praktisch den Stern hier wegtun. Was Neues holen, wie zum Beispiel dieses Feuer-Elektro, diese Kraft, um die Leute so kaputt machen. Oder Feuer hier. Das ist auch ziemlich stark. Kannst du Feuer sperren. Das ist auch ein interessanter Effekt. Wenn man jetzt nach links geht, ist das Flieger-Ding unten weg. Das ist mir schon öfter aufgefallen irgendwie. Oh, das war jetzt knapp. Ah, man kann natürlich auch so ein bisschen grätschen. Okay. Das erste Level ist noch ziemlich einfach hier, so ein kleiner Affe. Man muss nicht alles unbedingt kaputt machen, man muss eigentlich bis durch die Level gehen. Wenn ich jetzt... Ah, okay. Wenn man getroffen wird, kommt da unten Aua und man verliert praktisch die Eigenschaft, die man hat. Durch diese schöne Tomate wird das komplette Leben wieder gefüllt. Und man holt sich einfach wieder eine neue Eigenschaft. Der Stern, der wegfliegt, also praktisch man würde, wenn man den wieder aufsammelt. Also jetzt habe ich zum Beispiel keine Eigenschaft. Jetzt sammle ich das wieder an und schluck's wieder, dann kriegt man die ganze Eigenschaft wieder. Also, so kompliziert ist das Spiel, glaube ich, nicht. Das ist das Endschluss, Türchen. Genau, da gibt es noch so ein kleines Bonusding, da muss man im richtigen Moment A drücken und dann, je nachdem, wie hoch man fliegt, kriegt man ein paar Level oder kriegt man... Ja, super Sachen. Jo. Das hier ist ein kleines Bonusspiel, das ist ein Kran. Das probiere ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt mal so kurz gespeichert. Der Kirby-Kran. Da habe ich erstmal lang gebraucht, bis ich das irgendwie kapiert habe. Der kleine Kirby, der da liegt, der gibt ein Leben, wenn du das erwischt, und der große gibt zwei. Man fährt praktisch hin, drückt im richtigen Moment Stopp. Und ich glaube, es war ein bisschen zu weit rechts. Na, ich habe ihn ganz gut. Der Kleine ist natürlich besser zu fangen. Ui. Oh, den habe ich jetzt nur ganz leicht. Das kann sein. Ah, doch. Passt. Also ich habe jetzt gerade also zwei große Kirbys, das heißt, ich habe praktisch jetzt vier Leben dazu bekommen. Gut. Aufs erste Mal. Ich habe das Spiel schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Kommen wir zu Welt 2. Also ich glaube, in jeder Welt gibt es 6, 7 Türchen, wo man machen muss. Diese Blöcke, die kann man wegschießen. Dann verschwindet dieses doofe Ding, was man eigentlich nicht kaputt machen kann. Diese Pilze sind auch doof. Kann ich mal demonstrieren. Aber wenn ich da was einziehe, dann kann ich nur die Kappe oder so wegziehen. Ah, dann brauche ich nochmal den Stern. Hab jetzt hier den coolen Beam. Der geht auch unter Wasser, das ist später mal ziemlich nützlich. Die Kanone kann man auch nicht kaputt machen. Oh, das ist cool. Zack. Wenn man die hier findet, diese Sterne, das sind so Warp-Sterne, die bringen einen irgendwo hin. Kann man nicht lenken.
Oh. Boomerang ist schon cool. Jetzt kommt der erste Zwischengegner schon. Den muss man einfach die ganze Zeit hauen. Und am besten schauen, dass man selbst nicht getroffen wird. So, und das Ding ist eigentlich ziemlich heftig. Weil das ist Amok, das kann man nur ein einziges Mal hernehmen. Das sieht man auch rechts über dem Leben. Praktisch, wenn man das benutzt, dann... Oh, fuck. Jetzt habe ich nicht aufpasst. Dann ist es halt weg. Jetzt schauen wir mal, hier oben ist nichts, gell? Komisch, dass da so... Manchmal gibt es auch so versteckte Tore oder so. Also das war jetzt klug von mir, gell? Ich kann jetzt einfach mal das Amok anwenden. Das heißt praktisch alle Figuren auf diesem Feld sind sofort kaputt, wenn ich das mache. Also ist auch super effektiv gegen Endgegner. Aber jetzt habe ich halt leider keine Waffe mehr. Das ist halt der nächste Nachteil. Und die ganzen Sachen, die bringen ja nichts. Ah, die Tomate brauche ich nicht unbedingt. Ah, jetzt kriege ich sowieso bald mein Schwert. Das hier ist interessant. Das ist zum Beispiel so ein verstecktes Türchen, was ich hier mal gefunden habe. Kriege ich ein Leben. Jetzt habe ich mal meinen Stern weggehauen, weil ich habe da oben gesehen, ich kriege da ein cooles Schwert. Auf die stehe ich voll. Weiß nicht warum. Ist eigentlich eine ganz simple Waffe. Aber ich stehe voll drauf. Oh je. Und der Sprung war natürlich jetzt nicht sehr gut. Gehen wir einfach mal in Welt 3. Mei. Ich habe das Fliegen vergessen, Entschuldigung. Ich spiele immer so mit einem Ernst, tut mir leid. Ich will immer ein bisschen Fröhlichkeit mit reinbringen, aber das klappt meistens immer nicht, weil ich mich so auf das Spiel dann konzentriere. Bam. Au, Mann. Das Ding, das kann sich irgendwo hin teleportieren oder auch wegspringen. Oh, die sind cool, Moment. Schnell Sterne, geh weg. Und zwar... Ach Mist, ich wollte beide auf einmal einsammeln. Das ist ein Feuerball für eine bestimmte Zeit. Da muss man aufpassen, weil zum Schluss ist man dann so verwundbar, wie ich es jetzt gerade zum Beispiel geschafft habe. Genau, der geht natürlich nicht unter Wasser. Manche... Oh Gott, jetzt kommt dieser Frosch. Muss man damit so... Mit Puste muss man das praktisch dann kaputt machen. Ja, jetzt kann ich die Tomate da unten brauchen. Also der Feuerball ist eigentlich eine Verbesserung von diesem Feuerigel, den man da unten wo gerade geschossen hat. Ach, das mit einem richtigen A-Drücken, das muss ich echt noch hinkriegen irgendwie. Das macht mich gerade fertig, dass ich das nicht kann. Das links oben ist interessant. Da kann man jederzeit, wenn man will, also man sieht ja zum Beispiel hier bei dem Automaten, was ich gerade gespielt habe, das Bonusspiel, das kann man nur einmal spielen, muss dann ein bisschen eine bestimmte Zeit warten, bis man das wieder spielen kann. Und hier zum Beispiel, das ist das Museum. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Power habe, den hier einsaugen und kann ein Schwert erlangen. Da gibt es eben verschiedene. Manchmal ist ja nützlich, wenn man zufällig das irgendwie braucht oder so. So, und dann schalten wir immer mehr frei. Jetzt sind wir mal im vierten. Ah, da brauche ich jetzt. Oh nein. Ah!
Bam. Mist. Hat nur einen Strich, ich glaube, ich spinne. Zack. Das ist ein Froster. Praktisch, wenn hier jemand in der Nähe ist von mir, der wird dann tiefgefrostet. Eigentlich voll praktisch, weil den kann ich dann rumschießen. Zack. Wenn ich übrigens zwei Sachen einsammeln sollte, also Blockstern und eine andere Waffe, dann ist die Sternfähigkeit im Vorrang. Deswegen warte ich jetzt, bis der Stern kaputt ist. Und sammle dann dieses tolle Ding an. Weil, genau, das ist ein Igel. Praktisch, ich kann hier einfach mal so Stacheln machen. Und das ist hier zum Beispiel sehr praktisch. Weil die fallen da runter. Ah, ich wollte es zum Springen mal probieren. Das habe ich bisher noch nie. Ich habe immer gewartet, bis die runterfallen. Also da gibt es schon einige Vor- und Nachteile eben. Das Ding ist auch cool. Das macht mich unverwundbar. Ich kann einfach mal alles anspringen und kaputt gehen lassen. Zack, zack, zack. Da auch ein schönes Leben holen. Wow. Und fröhlich ins Ziel gehen. Da war ich beim ersten Mal noch am besten. Da habe ich wenigstens noch die 3 getroffen, aber jetzt die 5. Jetzt sind wir auch schon beim Endgegner. Das da oben, da komme ich später dazu, was das dann ist. Das denkt, ja, hat erst nämlich Sinn, wenn da mehrere Welten offen sind. Und ja, jetzt schauen wir mal. Oh cool, eigentlich muss ich warten, bis der Äpfel runterfallen. Und den Baum dann treffen. Ich simuliere es dann mal. Jetzt kommen Äpfel, aber ich kann es mit diesem Igel gehen. Das ist irgendwie ganz schnell, dass ich da die ganze Zeit gegen den hau. Also eigentlich ein ziemlich leichter Endgegner. Und schon sind wir in Welt 2. Passiert auch hier ein bisschen mehr. Also das Tolle ist, man kann unendlich eigentlich atmen unter Wasser. Oh Mist. Also ein Schirmchen wäre schon toll, da kann ich ein bisschen fliegen, das macht eigentlich voll Laune. Diese Schnecken geben nichts. Das am besten kaputt machen. Eigentlich kann man eigentlich überall drüber fliegen. Das will ich. Schirmchen! Oh, das ist wieder so ein Amok-Teil. Oh, schnell weg. Sonst wird man getroffen. Oh nein. Ja, es ist cool. Das ist eine Art Tornado bei Wirbelwind. Fliegt man einfach mal hier so rum. Mensch. Muss ich wohl A drücken, wenn ich ganz unten bin. Ich habe es mal drauf gehabt, dass ich immer bis ganz nach oben geflogen bin. Aber wenn man das echt lange nicht mehr gemacht hat, dann ist es echt schwierig, dann wieder irgendwie... Ja, ist nicht so wie Fahrradfahren. Das Spiel ist auch interessant.
Da muss man im richtigen Moment, ich glaube, A drücken, weil der wirft Eier und man muss, ich muss links die ganzen Eier. Ich darf nicht die Bomben erwischen. Ja. Sobald ich nämlich eine Bombe erwischt hätte, dann wäre das Spiel vorbei gewesen und ich hätte, was weiß ich, was bekommen. Aber so sind es lauter kleine süßen Küken. Und 3 Level up. Fein! So, was erwartet uns jetzt? Und wieder das neue Hindernis, das kann man so ein bisschen kaputt machen und dann... Ja. Ist es halt weg. Das gerade, was ich dazu eigentlich alles erklären soll, weil eigentlich versteht sich's ja fast von selbst, wenn man es anguckt, ne? Jetzt kann man sich hier so noch einen tollen Gegner aussuchen für den nächsten... ja, eben eine tolle Fähigkeit aussuchen für den nächsten Gegner. Aber ich behalte jetzt einfach mal meine und hoffe, dass das irgendwie was bringt. Das ist der Reifen. Oh, und der lässt Mini-Reifen los. So putzig. Der ist ziemlich stark. Da kannst du so lange, also man will, kann man hier so mit dem Reifen fahren, Richtung wechseln. Zack. Hier einfach mal schnell so drüber. Jetzt nehme ich aber mal einen Beam mit. Aber wenn es den hier schon so gibt. Na, Mist. Aber knapp. Irgendwas hat mir jetzt gesagt, dass ich jetzt den Beam brauche. Weil das, genau, das ist interessant. Wie kommt man jetzt am besten da hoch? Und wenn man die falschen Waffen hat, dann kommt man da nicht hin. Oh. Ufo. Aber das kriege ich, das kann ich nicht fürs restliche Level dann behalten, glaube ich. Nur für das... Wäre, glaube ich, zu cool, dass ich das UFO behalten könnte. Mehr ist es gar nicht mehr. Ne, da ist schon wieder das Ende. Nur für das One-Up habe ich das praktisch gemacht. So, hier kommt der erste Endgegner. Das heißt, die Sachen, die kommen, einfach zerstören. Hm. Oh, jetzt muss ich aufpassen.
gemein. Und jetzt habe ich es geschafft. Alle kaputt. Das war jetzt der Hinweis, ich habe nur noch ein einziges Leben. Ich muss aufpassen. Das wird aber jetzt auch interessant, wenn ich da das Ding da unten bringe. Ah, habe ich ja ganz gut gelöst. Vor allem die Flasche, die bringt nur zwei weitere, Ach, da habe ich es eh schon geschafft. Okay. Ja, jetzt hat aber. Dann fliegen wir da mal hin. Nochmal Museum, schauen wir mal, was da drin gibt. Hoppala. Bin ich gleich wieder rausgegangen. Der Laser, der ist spitze. Bam. Anlässlich des Star Wars Tag am 4. Mai gerade. Oh. Achso, nur für ein Level Up war ich da jetzt. Okay. Ich behalte mal den Laser, aber der Stein ist auch ziemlich cool. Ja, nicht so oft schießen, sonst ist er kaputt. Das Ding kann ich dreimal verwenden. Das ist auch so ein fast Amok. Nennt sich aber Karaoke. Das singt Kirby dann ganz lieb. Das ist praktisch die Waffe. Toll, gell? Ah, jetzt brauche ich es gar nicht mehr. Oh, das hätte ich gar nicht gebraucht, gell? Naja. Jetzt habe ich schon. Also ich habe das Spiel echt damals so gerne als Kind gespielt. Es ist einfach, weil es eigentlich doch relativ einfach war. Sag ich jetzt, gell? Nein, immer die anderen. Ja, doch, mag ich doch. Also relativ einfach und es macht Spaß. So ein typisches Jump'n'Run. No. Ich renne den Gegner lieber an, bevor ich seine Fertigkeiten nehme, ne? Nein, nein, nein.